dieses Spiel geht darum, dass du zuhören musst. Okay. Geräusche erraten quasi und ich gebe dir nur einen Tipp, es sind Make-up-Geräusche. Oh, okay. Mhm. Lass deine Fantasie spielen. Hier kommt Nummer 1. Irgendwas pumpen? Irgend so ein Produkt pumpen? Nee, oder? Oh nein, es war ein Lipgloss oder eine Mascara, wo man das so, den Deckel so raus und. Ding, ja, ding, 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 yes! Ding, 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 ding. Es ist Lipgloss! Lipgloss. Sehr gut. Nummer 2, bist du bereit? Ja. Nur ein Tipp, es wurde nah an einem Mikro aufgenommen. Okay, wahrscheinlich war es ein Pinsel, oder? Okay, es war jetzt auch eine ziemlich doofe Handbewegung von mir, was man auch erraten könnte. Aber es ist ja natürlich. Ein Pinsel? Es ist ein Pinsel. Okay. Ach Mann. So, und das Letzte, das ist wirklich sehr schwierig. Was ist das? Habt ihr Foundation auf dem Mikrofon aufgetragen oder was habt ihr gemacht? Du kennst doch bestimmt, also ich habe dieses Vorurteil auch schon mal hören müssen, mit so einem Tapetenroller. Oh, ach, also ihr habt basically mein Make-up einfach nachgemacht. Wow. Ja. Ja, das war ein Tapetenroller, der Make-up aufträgt. Oh, wow. Mhm. Also mein Everyday-Make-up eigentlich. Ja. Super, ich würd das einfach auch gelten lassen. Okay, dann hast sehr du gut. 3 von 3 Punkten. Amazing, ich habe gewonnen. Sie gewinnen jetzt etwas aus der Radio-Teddy-Schatztruhe. Wirklich? Nein. Ach, schade. Ich hätte so gerne eine zweite Disney-CD gehabt. Ich glaube, wenn du vielleicht ganz nett zu unserem Chef bist. Hallo, ich habe schon damals was gewonnen. Vielleicht kriege ich den zweiten Teil der Disney-CD. Und zeigst du noch dein Bild? Guck mal. Ich war schon immer voll der Fan. Dann kriegst du das bestimmt. Okay. Ich stehe im Hintergrund und weine ein bisschen. Okay, alles klar. Ich glaube, das ist sehr überzeugend.